Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem neuen Video für MyJV Before Uns GmbH. Der Gurke streicht unseren Hof. Wir haben neue Parkboxen und das war das Highlight des Videos. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao. Schönen guten Tag und es geht schon wieder weiter im Text, denn der Lukas streicht mit ihm. Hey. Hallo. Und er hat auch schon das richtige Thema an. Er hat nämlich eine Jacke an von GT Academy. Und bei der GT Academy geht es ja auch um Nissan GT-R, genauso wie in diesem verdammten Video hier. Und es geht los, indem wir den Ford Transit fahren. Los geht's! Nein. Woo! Woo! Es wird so toll! Es wird so toll! Ich freue mich auf dieses Video. Verdammte Scheiße, schon so lange. Das könnt ihr euch nicht ausmalen. Denn ich bin schon so lange kein Ford Transit mehr gefahren. Oh, bin ich glücklich. Und jetzt ist mir was passiert. Ich habe den am Sonntag, ne, wollte ich eine Runde mit dem E46 oder sowas fahren. Oder ich dachte, ein Transit. Nein. Und ich fahre den Transit raus und die Antenne war noch oben dran und ich reiß die Antenne ab vom Dach. Ja, guck, hat's erzählt. Hat er erzählt? Das sage ich jedem jetzt. Und dann ist hier nichts mehr mit Chef sein, dann krieg ich richtig einen auf den Deckel. Dein Ernst, oder was? Ja. Wirklich jetzt? Das ist scheiße schon, Pierre. Das ist doch echt scheiße. Auf jeden Fall. Wir holen jetzt was ab im Keller, was etwas groß ist zum Tragen. Und das haben wir schon super lange. Und damit wir zusammen die Freude haben, habe ich diese Kartons noch nicht mal angehoben oder getragen. Diese Kartons liegen bei uns. Da ist bestimmt ein Label drauf, wann die gekommen, wann die geliefert wurden. So, wir gehen jetzt mal rein. Also, diese Felgen wurden geliefert am 22. November 2019. Seitdem habe ich das nicht angepackt. Noch was kommt dazu. Wir befinden uns in einer riesengroßen Zeitblase. Denn in dem Video, was davor kam, haben wir ja das Bodykit gebastelt. Und aber währenddessen das noch nicht fertig ist, also wir sind gerade mitten dabei, holen wir jetzt schon die Felgen und verarschen euch quasi. Weil es quasi simultan passiert. Ich hab schon echt Geduld, ne? Zwei, die Felgen, die hier drin sind, ne? Ich hätte auch gedacht, dass du die hier auspackst. Ne. Willst du mal aufmachen? Ja. 22. November. Seitdem halt die Füße still. Ist eine Motorshow. Alles schon da gewesen. Nichts ausgepackt. Sollen wir Gurke was zu essen klauen? Das? Ja. Das war noch Zeiten, wo die Gurke, das Gurke-Kiosk. Ein bisschen Kuchen. Das Gurke-Kiosk. Der ist noch zu. Aufmachte. Der Gurke-Kiosk, ne? Ja, das war noch Zeit, ne? Kasse hat er noch nicht stehen, aber Rest ist weg. Mal hier. Stinkreicher Typ. Ehrlich? Das ist der hintere Karton. Ne, die sind sogar nur 12. Aber warte. Das wird sehr gut. Ach nee, das war hier vorne. Vorne 12, hinten 13. Aha. Ja, kann man machen. Ich glaube, hinten ist 13, ja. Sehr gut. Vorne 12. Ist ja Mindestmaß. Mindestmaß, ja. Jetzt wird der richtige Moment, wo man sagen könnte, Cremo musst du immer übertreiben. Das ist der Moment. Ist ganz ungewohnt, dass die Felgen nicht mehr hier stehen, weil seit November, wenn ich hier runtergehe, gucke ich immer einmal so. Aber endlich mal eine Felge, die die perfekte Höhe hat, für einen Felgenwohnzimmertisch zu bauen. Ne? Ja, das stimmt. Oh, das wird euch so umschmettern gleich, die Felge. Ciao. Oh, das wird so schön, wird das. Das wird so schön. Gott, wird das schön. Das ist es ja, Moro. Ich auch nicht. Ich dachte, die Breite wäre das Krasse. In diesem Fall, das Design ist das nicht Krasse. Farbe und Größe. Farbe? So wie zum Beispiel seine Kleidungswahl heute. Auch eine sehr besondere ist. Exzellente Wahl. Alles sehr fein abgestimmt mit der weißen Hose. Genau. Deswegen? Ich mache das ja immer so wie jetzt. Das ist super. Ja. So wie jetzt ist super. Ja. Guten Tag. Guten Tag. Oh, nächste zum Schneiden. Also hier drin ist die Offenbarung der Felgengröße drin. Echt? Ja, das ich hole sie jetzt raus. Oh, wunderbar. Ich parke eben. Wunderbar.
Bitteschön. Ja, ne? Oh! Hast wieder gepennt, ne? Ich hab hier gesehen, dass hier was steht, was man noch nicht sehen darf. Vorderachse 12, Hinterachse 13. Ach, kann ja nur für ein... Das glaube ich auch auf seinem... Wie heißt Suzuki. Das Auto? Suzuki. Suzuki, genau. Mit dem du das Pike Speed rangefahren bist. Ja, ich würd nur zwei Stück drauf machen. Dann. Boah, ich hab mich lange, ist lange, dass ich mich so gefreut habe auf Felgen. Geh ich im Weg oder was? Ach, verdammt, ey. Da komm mal. Ich würde sagen, wir können gleich schon... Nein, wir gehen nicht. Sonst hätte ich jetzt hocherotische Musik angemacht. So wie die. Nee. Jetzt geht's ab. Aha. Jetzt steigt aber die Aufregung. Was ist die Zeit? Die nächste Zeit. Jetzt sehen, ne? Jetzt will ich sehen. Ja, bei der Dimension, oh. Was ist das denn, ey? Leck mich doch am Arsch. Ja. Krass, das ist aber geil. Ja. Das ist aber geil, ey. Und eine breitere Sorte, ne? Und das ist die für den Rally? Das ist mein Suzuki. Ich glaube, ich kriege noch mehr Suzuki. Eins vorne, eins hinten drauf. Oder? Ja, für Pike Speed. Ja, würde ich auch sagen. Das sieht bestimmt geil aus. Pass auf, zur Farbe. Wunderbar. Das war eine Ansage, ne? Ja. 13 mal 20. ET, warte. Minus, keine Ahnung. ET, minus, festhalten, 87. Wunderbar. Ciao. Ich hatte bestimmt verschrieben. And the winner is... Minus 87. Ist geil, ne? Wo steht der Kotflügel? Das passt das Thema jetzt gerade. So. Brutal, ne? Mega. Aber die Farbe ist mega geil. Genau. Wenn die Stadt noch erleben darf, ey. Wahnsinn. So, und jetzt probieren wir erstmal hinten einen Reifen drauf zu kriegen. Können wir denn hier in der Ecke filmen? Wir können ja jetzt nicht filmen. Die Reifen sind einfach drauf. Pass auf. Kann ich draufschnipsen auf der Reifen? Pass auf, ich wollte gerade sagen. Ich hol deinen Reifen dann da von der drauf. Oh, das hast du einen Lehrgang gemacht, ne? Okay. Das sei noch geiler. Warte. Machen wir nochmal. Ja. Yeah. Also, wir haben jetzt was geübt, okay? Und zwar, du warst auf dem Lehrgang, du hast es mir gezeigt, ne? Ja. Der Lehrgang war, wo war der nochmal? In Boston, ne? Ja, da haben die... extra sowas entwickelt dafür. Richtig. Also ich renne jetzt mit der Felge so auf Manni zu. Das Wichtige war, glaube ich, ihr müsst auf der magischen Felgenzurennlinie rennen. Stimmt, das ist hier die hier, ne? Genau, ja. Und da ist die Kreuzung, genau da ist der Mittelpunkt. Da müsst ihr quasi, sonst geht's nicht. Okay, also du bist bereit? Okay, ich bin auch bereit. Ich muss mich konzentrieren, ganz toll. Das war ganz einfach, ne? Das war ganz einfach. Ein kräftiger Ruck. Okay, einmal feste, ne? Okay. Okay, also ich bin zu fertig los. Oh! Ja, geil, das ging echt gut, ne? So. Ist das, also jetzt mal ohne Scheiß, ne? Kann man machen so, ja. Das ist schon ziemlich bossig. Ja. Ich würde sagen, wir machen jetzt kurz Porn, ja? Würde ich auch sagen, ja. Muss. Ja. Weil das ist schon Highlight. Machen wir. Wären wir soweit? Ja.
Hallo. Hallo. Jetzt kommen wir, wo wir euch veräppeln. Na, nein. Das war gerade jetzt der Felgenkorn. Ach so. Ja. Ja. Die Felgen waren nämlich die ganze Zeit schon fertig, wo wir das letzte Video, wo das lief. Die waren nämlich darunter versteckt, unter dem Pappkarton. Sieht man das da so ein bisschen? Ja. Ja. Runter sieht man sie. Ja. Jetzt werden wir das erste Mal die Felgen draufschrauben. Und werden gucken, ob das auch passt. Vor allem, wenn es abgelassen ist, ob es an den Radhäusern vorbeigeht und wie es dann aussieht. Was ja eigentlich eine ganze Nummer geiler aussehen müsste. Richtig? Ja, auf jeden Fall. So, ich fahr rein. Haben wir ja schon gesehen. Also wir haben ja 13 mal 20, ET minus 87. Jo, alle vier. Was wirklich krass ist, wir haben ja vorhin gesehen, wie viel Platz da war im Rathaus. Ja. Ne? Und also könnt ihr euch vorstellen, wie viel mehr Felge das so wirklich ist. Weil eine originale GTR-Felge ist ja jetzt schon an sich keine Kindergartenfelge. Aber haben wir jetzt zum Beispiel eine vordere da und da liegt eine vordere originale. Und vorne ist es ja noch überschaubar, finde ich. Ja. Obwohl vorne die Felge ist 12 mal 20. Okay, jetzt hole ich mal noch eine hintere. Schon Unterschied, ja. Einmal das, aber halt auch, schau mal hier, der Punkt im Verhältnis zur Radanbindung, guck mal hier. Hier wird ja schon die Felge dran geschraubt. Und dann kommt ja noch das da dran. Deswegen kommt es auch so weit raus, weil, wenn man bei der Originalen guckt, da drin ist die Radanbindung und hier schon vorbei. Ja. Und das macht die Musik, wo die ET 87 13x20 ihre Muckis zeigen. Am Bremssattel passt schon mal easy vorbei. Weil was ich wollte, ist, dass das Auto, das wird man wahrscheinlich nicht, also das Problem ist bei diesen Bodykits mit Luftfahrwerk bei Breitbauautos, wenn du das Auto oben hast, stehen die Räder meistens extrem weit draußen. Warum? Damit, wenn es mit Luft abgelassen ist, wieder vernünftig steht. Und dazwischen wollten wir ein bisschen Kompromiss haben, weil was höchstwahrscheinlich passieren wird, man wird es kaum glauben, weil guck mal, wenn du die Räder jetzt so siehst, die Räder werden nachher einen Kick zu weit drinnen sein. Weil das Rad ja runterkommt und dann geht das ja über das Luftfahrwerk weiter runter, dann kommt es immer mehr Sturz. Und in dem Moment, wo hier Sturz entsteht, kippt das Rad ja oben weg. Und das wird dann wahrscheinlich eine Optik machen, die, ja, die geht so geil ist. Aber dazwischen muss halt den Kompromiss irgendwo treffen. Wir können die Räder mit Distanzscheiben noch weiter, wir gucken erstmal, wenn es unten ist, noch weiter rausholen. Nur dann sieht das Auto halt, wenn es in der normalen Fahrhöhe ist, sowas von peinlich aus, weil es aussieht wie die vier Felgen und da hast du oben ein Auto drauf gesteckt. Und was sofort passiert, schau mal hier, siehst du das? Dass dieses Brett jetzt in einer Flucht ist. Ja, klar. Nächste Aufgabe ist, wir holen jetzt gleich hier runter. Dann müssen wir erstmal vorsichtig gucken, ob die Räder vorbeigehen am Kotflügel. Im Notfall können wir hier noch ein bisschen Material rausnehmen. Haben wir schön beim Nakai-San gesehen. Nakasai. Mhm. Beim Nakai-San gesehen, dass wir hier Material rausnehmen. Ja, fahren wir vorsichtig runter. Pufferwerk müsste ja oben sein. Aber jetzt kann man Scheiße bauen, weil wir haben immer noch die falschen Schrauben drin. Wir lassen das runter und die Felge geht gegen das billige GFK, ja, was teuer war, und bricht die ganze Scheiße ab. Und dann habe ich richtig gute Laune, mach Feierabend für heute. Ich fahr mal raus, ja? Felge sieht schon mal gesund aus. Krass ist, wenn ich rausfahre, ich gucke rechts in den Außenspiegel und denke mir, ah krass, das wird knapp mit dem Tor. Guck links in den Außenspiegel und denke mir, oh, das wird krass, knapp mit dem Tor. Das Ding ist so breit, ja, du denkst von hier in den Außenspiegel, der Wagen passt gar nicht durch. Warum ich das sage ist, wenn das Rad so viel rauskommt wie jetzt, müsst ihr euch vorstellen, statt so einer Felge, die hier lenkt, haben wir ja jetzt eine breitere Felge mit einem größeren Abrollumfang auch, die hier außen lenkt. So, wenn das jetzt lenken will, dann kommt das ja hier ganz stark Richtung Karosserie. Mhm.
was bei anderen Breitbau-Kits, die wir schon mal gemacht haben, rucki-zucki riesengroße Probleme macht. Das ist jetzt hier schon mal gar kein Problem beim Serienauto, ohne irgendwo was wegzumachen. Außer oben den Kotflügel natürlich. So, jetzt wird es aber spannender. Jetzt gucken wir erstmal vorne. Das ist kein Problem, ne? Ja, sieht gut aus. Ah, es knirscht. Vorne liegt er auf, ja. Vorne liegt er auf? Ja, vorne liegt er auf jetzt, ja. Okay, jetzt müssen wir einmal hinten gucken, einmal nach hinten kommen. Weil das ist jetzt echt spannend, ne? Einmal ganz nah dran gehen. Post, genau. Und? Sieht geil aus. Und ist immer noch das gleiche hässige Endline, ne? Ja. Ist immer noch die gleiche hässige Ente, ist nur Räder drauf. Und zuvor, was passiert ist, dieses Teil hier ist ja auf einmal nicht mehr so schlimm. Nein, null. Jetzt ist es nämlich voll integriert. Ja, will ich auch lassen. Sollen wir mal ein paar Meinungen holen hier? Boah, Digga. Komm mal von hier. Bah. Aber ich kann es zum Mond immer. Ja. Oder? So Marsmobil, Marsmobil. Fünf Knöpfe fliegst du zum Mond mit. Hammer. Das sieht echt geil aus. Das ist krass, ne? Das Felgenbett hinten. Aber, was ich vorhin gesagt habe, jetzt könnten Distanzscheiben drunter. So 30 Millimeter? Nee, aber 0,8. Geh mal rein. Das ist ein halber Zentimeter vielleicht. Dann stehst du an der Kante. Dann war es das mit Distanzscheiben. Und du hast ja noch ein Stehbolzenauto. Aber längere Stehbolzen. Können wir umpressen? Ja, haben wir schon. Von der vorigen Geschichte. Da sind ja lange Stehbolzen drauf. Ja, das Auto kenne ich nicht so lange. Nee, das sind ja, sind dann können wir das ja solche Ballermänner drauf. Deswegen haben wir ja die Lacknuts genommen, die durch im Gewinde durch sind. Mhm. Du kannst ja durchschrauben. Ich weiß, hinten könnte noch ein bisschen, weil vorne steht jetzt... Vorne ist gut. Ja, vorne steht so und hinten könnte noch ein bisschen, ne? Ich finde auch, hinten... So ein bisschen mehr Schulter könnte ihr gebrauchen. Pass auf, ich fahre den mal einen Tick hoch, dann ist das schon... Das Auto ist krank. Das Auto ist komplett krank, ey. Ich glaube auch, dass so ein halber Zentimeter. Nee, weil er jetzt wieder ein Tick höher ist. Was du zu sagen, Moro? Ich will keinen Distanzscheiben drauf machen. Ich finde es fast geiler, wenn er nicht ganz so tief ist. Nee, finde ich auch fast besser, das stimmt. Ja, dann sieht er eben halt muskulöser aus. Ja, der sieht wirklich da so. Er die Schultern aus und sagt: So, Jungs, was ist los? Ich fahre den mal ein Stück hoch noch. Vorne auch. Ja, mach mal. Wie findest du es? Es gibt eine kranke Welt. Das ist echt krank. Der geht dann hinten runter, ne? 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 Okay. Ja, so finde ich es auch besser. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, sieht fast stärker aus, ne? Ja. Aber in der Szene muss mehr low, weißt du? Aber so kann er sogar fahren. Ich zeig's dir. So fährt er. Ja, wenn das mal. Sicher. 100%. Mensch, ärgere dich nicht. Ne? Hast du das gehört? Ja, liegt da schon auf. Ja, ja gut, sieht man ja. Liegt hier schon, der liegt hier schon auf den Kanten auf, hier, oder? Kannst du mal? Ja. Ja, stimmt. Ist halt Maximum Low. Der liegt auf. Ist abgelegt. So, ja. Kürzeres Video, ne? Glaube ich. Hm. Du bist gerade eingeschlafen kurz. Also wir haben gerade noch was gemacht. 21 Minuten. Jetzt schon wieder. Ah, ehrlich? Ja. Okay. Gut, da machen wir jetzt Plönsken. Yes. Tschüss.